Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. Hey Leute, was geht? Hier ist euer Saint und heute begrüße ich euch zu einem Duel Commentary mit... Yo Leute, was geht? Murex Battle und so. Und ja, ich freue mich bei Saint heute mal Gast zu sein. So bevor... korrekte Aktion, ne? Alles klar, so bevor wir loslegen, sag doch mal, du bist auch YouTuber, was machst du? Link übrigens in der Videobeschreibung ganz unten oder ganz oben, je nachdem, ob er gewinnt oder nicht. Also mehr oder weniger besteht mein Channel eigentlich aus Sniping-Clips, Trickshots, Feeds etc. Eine Feed-Montage ist schon oben, vielleicht lade ich heute noch eine kleine Private-Chilling hoch, Private-Trickshots gegen Bots. Kannst du nicht sagen, heute, ich lad mein Video doch erst über Nacht hoch, Digga. Ah, wie auch immer. Digga. Also, heute machen wir 101 und reden ein bisschen über das Leben. Wie das Leben so spielt, weißt du? Das Leben ist gefährlich. Pff, alles klar. Jo, wahrscheinlich. Ich starte schon mal das Spiel und so. Wir fangen dann gleich an, ein bisschen zu rain so. Was ich noch ankündigen wollte ist, die nächsten Tage wird definitiv wieder Musik kommen. Definitiv, ich setze mich definitiv dran. Mein Beat-Producer ist momentan noch so ein bisschen uneinig mit mir, was meine Sets angeht. Da habe ich mich ein bisschen mit ihm in den Haaren, weil ich immer so unzufrieden bin. Und Moment, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alles klar. Und auf jeden Fall bin ich mich mit ihm noch ein bisschen uneinig und muss dann lizenzfreie Beats suchen. Und, oh mein Gott, ohne Ton spielt sich das so komisch. Ja, und ist echt so. Oh mein Gott, das ist schwul. Ah, verdammt, den Link blockiert. Und eventuell werden wir beide auch noch ein Projektchen starten. Ja. Oh Digga, ich hab so keinen Plan, wo du kommst, wo du gehst. Dein Leben ist reich. Oh mein Gott, ohne Ton ist es so schlimm. Aber ich gewinne definitiv, ich bin definitiv der bessere Sniper. Oh, oder auch nicht. Ich lieg auf dem Boden, ich lieg auf dem Boden. Verpiss dich, ich hasse das. Ich weiß. Alter, was? Alter, was? Oh, verdammt. Ja, oh, verdammt. Was für ein Thema sprechen wir? Digga, ohne Ton kannst du mich doch nicht spawntrappen, Alter. Natürlich, siehst du doch. Wir sprechen mal über das Thema. Was hältst du eigentlich von der Kunst oder beziehungsweise von der Attitüde momentan? Dass die Mädels alle Hauptsache Leggings anhaben und twerken? Ja, keine Ahnung, also ich sag's mal so, ist ja ganz normal so anzusehen, mehr oder weniger. Jetzt nicht unbedingt so das Normalste der Welt, aber naja, wenn du willst, kann ich mal eine Story raushauen, die ist mir gerade so ganz spontan eingefallen. Hau raus. Weißt du, ich lauf letztens so durch die Stadt, so, keine Ahnung, war hier am Session machen, ne? Und, oh mein Gott, das ist so komisch, ohne Ton zu spielen. Aber so, oh, fuck. Ja, auf jeden Fall, ich war einfach so in der Stadt so ein bisschen so, ne? Und bin auf dem Weg nach Hause. Auf jeden Fall, ich lauf so durch die Stadt, denk mir nix so, seh zwei Weiber so vor mir latschen. Beide Leggings. Weißt du? Die sahen so voll normal aus, so von vorne, ne? Und Ding, dann habe ich noch so einen Kollegen getroffen, hab mich mit dem kurz unterhalten, dann bin ich wieder weitergelaufen. Und ja, dann war ich ja hinter denen. So. Was man normal als Typ macht, würde ich jetzt mal sagen, ist ja eigentlich immer so, die Weiber so abzuchecken, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, kommt immer drauf an. Alter, Stimme. Kommt immer drauf an, ist man vergeben oder nicht, so würde ich sagen. Ja, 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 nein, klar. Das und ob dann die Freundin dabei ist oder nicht. Ja, generell, wenn deine Freundin dabei ist, sollte man sowas eh nicht machen. Wie so ein besoffenes Stück Scheiße. Ich muss dich kurz unterbrechen, ja. Ich muss dich kurz unterbrechen, aber ich habe Nachteil, so ein bisschen. Okay. Digga, du warst bei mir so heftig am Laggen gerade. Aber ich habe ein bisschen Nachteil, weil ich so komisch rumsitzen muss vorm PC, weil wir über Teamspeak aufnehmen, also den Sprachchat so, und ich sitze jetzt so richtig so Chameleon-Move-mäßig da und muss jetzt hier so einen auf Mesut Özil machen und so ein bisschen auf den Bildschirm gucken. Mesut Özil,
Oh Mann. Soll ich weiter erzählen? Ja, ja. Mir leid, dass ich unterbrochen habe. Ich will nur rechtfertigen, warum es 8 zu 12 steht. Kein Problem. Naja, auf jeden Fall. Ich ja gesagt habe, so, kommt drauf an, wenn du Single bist oder mit deiner Freundin halt unterwegs bist, machst du das ja dann irgendwie nicht, wenn deine Freundin dabei ist, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, oder so, dass sie es nicht sieht, aber du weißt ja, was ich meine, oder? Ja, nein. Ja, ich weiß. Hör auf zu lecken, Alter, das ist nicht fair, Alter. Guckst dir nachher in der Aufnahme an, Digga. Ja, okay. Naja, wie ich ja schon gesagt habe, so, man schaut ja den weiblichen Individuen, ich jetzt mal so sagen, halt dann mal schon auf ihren Arsch, sage ich jetzt mal, ne? Ah, mehr oder weniger. Kommt immer drauf an, wie sie, wenn sie von vorne aussieht wie ein Maulesel, so, dann gucke ich jetzt auch nicht unbedingt auf den Ass, aber. Ja, ich auch nicht, so ist auch nicht, aber. So. Schaut dann halt immer so, ja, so, ich meine, keine Ahnung, wenn die eh schon Leggings anhat, dann schaut man da schon direkt da drauf, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall so. Schau die eine dann so an, also ich habe beide gesehen, die waren beide hübsch, ne? Und auf jeden Fall, ich guck die eine an von hinten. Normale Leggings, ne? Da hat man nicht viel gesehen, so, weißt du? Vollkommen normal so. Und auf einmal so, ich guck die andere an. Und ohne Witz, ne? Keine Ahnung, wie viel Nummern kleiner die ihre Leggings anhatte, aber das war, boah, Junge. Ohne Witz, da hast du so ungefähr alles eigentlich durchgesehen. Kannst du mal langsam machen hier, Alter? Kann doch nicht sein, dass 18-14 steht. Auf meinem Host gewinne ich nochmal immer gegen dich, Alter. Ja, keine Ahnung. Es liegt am Chamäleon-Auge, Alter, definitiv. Mesodösil-Fluch hier. Ja. Hör auf mich zu spawntrappen, das kannst du nicht. 6 Kills schon Unterschied, Digga, mach langsam. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Alles auf jeden klar. Fall hat man dann halt mehr oder weniger eigentlich alles bei der gesehen, wirklich. Also, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber ihr könnt euch da schon drunter vorstellen, mehr oder weniger, was alles bedeutet. Würde ich jetzt mal so behaupten. Alter, stirb doch einfach mal ein bisschen öfter. Naja, also ich finde es. Naja, also wie gesagt, ich hab da nichts gegen, aber ohne Spaß, ne? Jetzt mal so euch, ich mal so bei euch so, ich habe keine Ahnung, ob ihr mal Kinder wollt oder so eine Scheiße, ja. Aber wenn. Oder so eine Scheiße. Ja, meine Fresse. Keine Ahnung, wenn ihr mal Kinder wollt so. Und mal angenommen, ihr hättet eine Tochter. Ja, die so rumläuft. Und keine Ahnung, man hört ja immer wieder so, ja, hier, da Mädchen vergewaltigt, hier Mädchen vergewaltigt, ja. Also. Ganz ehrlich, da würde es mich nicht wundern, wie die Eltern ihre Kinder auf die Straße lassen, aber naja, das ist mein Problem. Ich habe gerade so hässlich verhämt, ich will die Aufnahme nicht hochladen, ich habe Angst. So. Boah, wie Alter, das ist. Hör auf zu lecken, oh. Alter, hör auf! Digga! Das ist mehr oder weniger so mein Statement so dazu, also. Fiber Leggings mäßig so. Mein Statement ist so, wenn Mädels so twerken können und wollen das jedem zeigen, so, dann weiß nicht so, dann ist das für mich schon so ein leichter Bitch-Faktor. Oh, der Last Kill machst du bestimmt nice, Digga, dass ich noch aufhole und gewinne. Stimmt. Also, no scope. Alles klar, nice vor allem. Auf die Range. Alter, was, wie konnte der nicht treffen? Alter, was, wie konnte der. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, du portest dich schon wieder! Son Goku-Style, Digga. Hallo, ist klar. Meine Noscopes treffen nicht. Das Battle habe ich so oder so locker easy gewonnen. Das liegt alles an deinem Porten, Alter. Meinem Porten? Ja, ja, jetzt Noscope ich dich, Bitch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall so. Ich weiß gar nicht, wie lange geht jetzt die Aufnahme. 10 Minuten, Digga. Ja. Noch eine Runde? Willst du? Ich stell die Punkte runter auf 10. 10? Ja, okay. Auf 10.
Auf jeden Fall so mein Ding dazu ist halt, wenn, ich weiß nicht so, also wenn man das so in der Öffentlichkeit macht, mit jedem den Arsch zeigen so, dann ist es schon leicht bitchig so, aber sie ist ja keine Bitch, sie schläft ja nicht mit den Männern so, aber trotzdem ist es schon so leicht bitchig, also muss man auf jeden Fall sagen. Wenn aber jetzt ein Girl ein richtig sexy Booty hat und auch einen richtig hotten Body und yeah, ich höre mich schon fast an wie Moneyboy. Auf jeden Fall, und, oh, jetzt kann man die Spielregeln sehen. Oh, oh. Und, ja gut. Auf jeden Fall, wenn sie das zu Hause machen will, so bei dir, und sie ist recht heiß und so nichts dagegen, kein Problem, definitiv nicht. Ja, ja, klar. Absolut, so, absolut. Solange sie nur bei dir, Bitch, ist das was anderes. Also ne? Mädels, falls ihr das Video seht und ihr wollt jemandem zeigen, wie es wird, kein Problem, so. Also, das, einfach mal anrufen, so. Ich meine, das Opfer kann ich bringen. Oh Gott. So, alter, Ösilauge schlägt jetzt wieder zu. Ösilauge. Für das, dass ich Ösilauge hab, Alter, habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen, Alter. Ja. Oh mein Gott, wie ich veraime, Alter. Ich mach gleich Zielhilfe an. Er macht Zielhilfe an. Nein, mach ich nicht. Lass mich in Ruhe. Boah. Digga, du portest dich schon wieder, du Super Kaijin. Kaijin! Du Faggot. Was für Faggot, Alter, was geht bei dir? Du Schlumpf, Mann. Naja, okay. Es gab doch diesen Typ, der nannte sich Kaijin im JBB, Alter, und der wurde dann auch so gemobbt als Super Kaijin. Oder er hat sich selber so genannt, ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott, Alter, wo meine Kondensstreifen hinfliegen. Ich lass es lieber, ich hör auf zu lachen. Digga, erzähl mir mal einen Witz und den Zuschauern auf jeden Fall, erzähl uns allen einen Witz. Ich möchte jetzt einen Witz erzählen. Alter. Ich bin nur Rassistenwitze, Digga, ich lass es lieber. Digga, ist das dein Ernst, Alter? Was denn? Man kennt doch bestimmt auch normale Witze so. Ich nicht. Okay, ich auch nicht. Nein, Spaß. Okay, ich auch nicht. Also ich kenne auf jeden Fall schon auch gechillte Witze, aber jetzt einen zu erzählen, das würde viel zu viel Ausdauer, Zeit und Kraft und keine Ahnung kosten alles und ich muss mich halt hier konzentrieren, Alter, weil hier, was hast du eben gemacht? Du sahst aus wie so ein Flamingo auf Crack. Nein, ein Flamingo auf Crack. Oh, Wallbang, Alter, des Todes, Digga. Wenn Karte nicht konstant wäre, hätte ich es niemals erreicht und das auch nicht. Und das auch nicht. Digga, wie viel Glück kann man haben? Ich treffe sonst nie solche Wallbang-Spots, ne? Ist dir bewusst? Ja, ja. Okay. No-scope dich weg. Digga. Digga. Digga, ohne Zielhilfe ist No-scope schwer. Ja, ich glaube ich zieh. Ey. Du darfst jetzt nicht gewinnen, Digga. Die Runde habe ich jetzt locker easy in der Tasche gehabt. Oh, hätte ich dich jetzt getroffen. Oh, hätte ich dich jetzt. Digga, du Porter, du Super Saiyan Beamer, Alter. Digga, meine Reflexe wie von einer überfahrenen Katze. Auf jeden Fall. Deine Antwort war auch Reflex wie eine überfahrene Katze. Deine. Deine Antwort eben, Alter. Deine auf jeden Fall. Alter, ich stehe einen Millimeter vor dir. Du hast meinen Lauf schon im Mund, Alter, als würdest du meiner Waffe einen Blowjob geben und dann verfehle ich. Ey! War No-Scope. War No-Scope sein. Jungs, Feierabend. Das war's dann mit dem Dual-Commentary. Wir sehen uns bei Mew auf dem Channel. Link in der Videobeschreibung. Wir hören uns die Tage bei Musik, bei einem anderen Projekt mit Mew zusammen, das vielleicht ein bisschen unterhaltsamer wird. Es musste jetzt auf die Schnelle gehen und so. Einfach nur als Ankündigung, was die Tage kommt. Und wir sind raus. Das Schlusswort hast du. Ja, ich bedanke mich für euch. Ja, gut, reicht. Tschüss. Bis zu schon. Ja, alles klar.